Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ja, ich habe am letzten Stream auch aufgehört und ja, das war ein bisschen Action und ich muss jetzt erstmal, ich muss hier wieder reinfinden. Lange nicht mehr The Nightmares gestreamt. Kommt mir wieder vor wie eine halbe Ewigkeit. War jetzt Gamescom-Woche noch dazwischen. Oha, hier muss ich ein bisschen schneller springen. Schwer mal schon. Ja, haben wir gleich hier schon den ersten Tod. Nein, haben wir noch nicht. Hab's überlebt. Puh, okay, aufs Sofa kann ich wahrscheinlich nicht hoch. So wie es ausschaut, komme ich da nicht hoch. Ist jetzt alles angenehm? Ist die Spiellautstärke leise genug? Bin ich laut genug? Okay. Da haben wir mich gerade doppelt gehört. Ein bisschen in Verzögerung. So, hops. Jetzt mal hier lang. Auch so viel können wir nicht drauf. Wo wollen wir denn drauf? Ja, auf die Kiste müssen wir. Das ist immer ein weiter Weg hier. Das ist ein weiter Weg, den es zu schaffen gilt. Wir spielen das DLC mit dem lieben Kit. Mit dem entlaufenen Kind, so heißt die Figur heißt entlaufenes Kind oder auf Englisch Kid. Also der, ich weiß nicht, was entlaufen heißt auf Englisch. Aber auch der Spitzname der Figur ist Kid. Jetzt Emma 6, das Mädchen mit dem gelben Regenmantel. Dann haben wir hier einmal das entlaufende Kid. Jetzt beeil dich mal. Ah, knapp. Knappe Wurscht. Na komm, das ging heute hin. Das ging heute gebacken. Und im Unterschied zum letzten Stream, ich glaube, ja, nein, ja, der letzte Stream ist schon dementsprechend lange her. Ich würde sagen, im letzten Stream war das noch nicht so. Ich habe es ja auch erst seit neuestem. In diesem Stream zum ersten Mal mit Popschutz. Ich habe hier einen Popschutz vom Mikro, was man vielleicht ein wenig hört. Hoffentlich. Mutti hat mir schon bei der Podcast-Aufnahme gestern gesagt, dass das hörbar ist. Angeblich laut Modi ist das hörbar. Ich hoffe, es verbessert den Ton ein wenig. So, versuchen wir mal nicht zu sterben. Ja, so viel dazu. Ach, wir werden hier noch einige Male sterben. Das gehört mit dazu. Und jetzt hier im DLC gibt es auch keinen Death Counter mehr. Den füge ich auch im Schnitt nicht mehr hinzu. Das war jetzt nur für das Hauptspiel. Also alles ganz entspannt. Hier werden keine Tode mehr gezählt. Alles ganz entspannt. Ich meine, man will auch irgendwann ankommen. Also insofern. Auwei. Können wir es auch so schaffen? Nee. Schlecht, weil da hat er uns direkt. Jo. Na komm jetzt hier hoch. Ich versuch's vielleicht mal wieder auf dem Sofa. Vielleicht können wir da das Licht. Lass das Licht aus. Lampe. Na. Ja, sehr gut. Ich kann es auf Sofa auch drauf. Da haben wir hier einen kürzeren Weg. Ja, schubst mich runter. Na, mach hops. Spring hopp, na, hopp, mach hops. Und los, 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 und los. Keine Zeit verschwenden. Und hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Ich war doch schon drauf. Ihr habt es gesehen.
Ich war schon drauf mit den Händen. Ich habe mich schon hochgezogen. So knapp. So knapp. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Also jetzt hier nicht trödeln. Okay. Und hops. Und hier mal rüber auf die Couch. Das ging sehr schnell. Und hoch hier, 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 hoch hier. Was mache ich denn? Ja, die Steuerung wieder. Schieb's auf die Steuerung. Ein bisschen reinkommen nach der Gamescom-Woche. Ja. Habe ich doch einen kleinen Bonus, oder? Einen kleinen. Den habe ich auch gleich schon verspielt. Den Bonus, dass ich lange nicht mehr gestreamt habe. Die dürfte jetzt auch gleich. Ist die Taschenlampe kaputt? Kurzschluss am Wasser. Müsste eigentlich, wenn es logisch wäre. Ach, das ist jetzt dumm gelaufen. Hinter ist fast gesprungen. Hoch da, hoch da. Nice, 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 nice. Und jetzt. Ah, ich hätte hochspringen müssen. Ah, das ärgert mich, das ärgert mich, das ärgert mich. Das ärgert mich. Ich war schon drauf. Die Sprint-Taste, die Hüpf-Taste und die Maus. Man muss ja ein bisschen viel gleichzeitig betätigen. Es ist ein bisschen Tastenkombination nötig, um hier elegant hochzukommen. Nein, 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 nein. Nicht da lang. Dann mache ich doch einen großen Umweg. Und immer so dicht vor dem Koffer, wo wir dann hochklettern müssen. Immer so dicht, dass es das schmerzt. Das schmerzt. Es tut weh. Ich meine, wenn ich am ersten Fass dort, wo ich draufkletter, ja, wenn ich hier vor der ersten Kiste sterben würde, ja gut, mach es halt nochmal. Oder vom Sofa. Auch okay, aber dort hinten, es tut weh. Kurz vorm Ende zu sterben. Das ist schmerzhaft. Ab hier wird es unangenehm. Also wenn man hier stirbt, hat man hier schon zu lange unterwegs gewesen. Verdammt. So oft sterben hier. Ja, mitgefangen. Ich hoffe, ich wird das jetzt hier nicht zu blöd. Man müsste jetzt hier ertragen, wie ich jetzt hier. Versuche nicht zu sterben. Ich gebe mein sehr, sehr Bestes. I do my very best. gebe wirklich mein Bestes hier, nichts zu sterben. Und ich habe es geschafft, ich bin hier oben. Ist leider noch kein Checkpoint. Und wir müssen da unten noch weitermachen. Och nö. Och nö. Es geht weiter, es geht munter weiter. Na, jetzt sterben, das ist richtig blöd. Nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht, 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 bitte nicht. Ah, Gott sei Dank. Wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen unfair gewesen, am Anfang da wieder zu starten. Okay, jetzt haben wir hier einen Save Point.
Das ist gut, dann können wir es hier ein bisschen weiter versuchen. Kiste, 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 Kiste. Muss auf die Kiste drauf. Und von da aus haben wir es eigentlich schon geschafft, da können wir weiter hüpfen. Puh, willkommen voran. Sehr gut. Na, hüpf schon. Knapper Wurst. Okay, das ist schlecht. Hier schwimmen wir scheinbar direkt in sein Loch rein. Vielleicht müssen wir so den Bogen zu den Kisten dort erstmal machen. Das wäre völlig nicht schlecht. Die Ladezeiten, die sind auch einigermaßen human. Das muss sein. Die kleine Strafe, dass du da erstmal warten musst, ist eigentlich ganz in Ordnung. Nicht direkt hier rein. Oh Mann. Müssen wir ein bisschen springen. Ihn noch schön zappeln sehen. Es gibt manche Spiele, da hat man. Ich erinnere mich gut an Pokémon Sonne und Mond. Da hatte man Ladescreens jenseits von Gut und Böse. Hat man wirklich. 2, 3 Minuten im Ladescreen feststeckst, ist das nicht mehr lustig. Ach komm, wir waren schon drauf. Na, das ist jetzt hier, ja, die 2, 3 Sekunden. Bist halt gestorben. Ein bisschen Ladescreen. Ist halt die übliche. Halt selbst schuld. Aber länger als 4, 5, 6 Sekunden sollte ein Ladescreen nicht sein, sonst fällt's, wenn es dir auffällt. Spätestens dann, wenn du auf die Uhr guckst und dann schon sagst, ja, jetzt vielleicht. Ach komm, ja, da gut, wir sind tot. Das Pokémon Sonne und Mond, das waren wirklich schon hart, hart an der Grenze. Das war wirklich schon schlimm. Das war, weil sie halt da alles, weil sie bei Sonne und Mond halt noch zwanghaft versucht haben. Haben halt versucht, noch zwanghaft Sonne und Mond auf den 3DS drauf zu quetschen. Das hat man bemerkt. Die haben, das war eigentlich schon für die Switch. Das war wahrscheinlich schon. Die Switch gab es noch nicht, aber das war gedacht, dass das dann vielleicht auf die Switch rauskommt. Und dann hat man das noch irgendwie runter komprimiert und dann hat man da irgendwie, man hat dann auch versucht, alles aus der Konsole rauszuholen. Also man hat da irgendwie, also der 3DS war überfordert von Pokémon Sonne und Mond. Das hat man gemerkt, auch durch die Ladescreens. Das ist, also ich weiß, ich rede jetzt ziemlich off-topic, aber was soll ich auch sonst reden hier? Hier passiert nichts, außer dass ich sterbe. Wir kommen hier nicht voran, immer dasselbe Gameplay. Immer dasselbe Sterben, immer an denselben Stellen. Da muss ich off-topic reden. So, hier und hops. Ja, das haben wir verkackt. Wenn wir da nicht weiter springen, dann sind wir hier. Game over. Haben wir nicht die richtige Zeit.
theoretisch kann man es auch hier schaffen, wenn man sehr gut ist. Ja.